Hallöchen, es kann losgehen. Onkel Heinz, glaube mir, hat sich geändert. Sie sind die besten Freunde und dennoch Herzensfeinde. Du bist und bleibst ein Duschhaubenträger. Was? Ein Weichei. Du bist ein Geschwür. Tofu-Lutscher. Er lädt mich auf eine Kreuzfahrt ein mit allen Drum und Dran. Was könnte da schöner sein als ein gemeinsamer Urlaub? Das ist kein Luxuskreuz, das ist eine Galeere. Ist alles in Ordnung? Mörder. Oh Gott sei Dank, du bist wieder ganz der Alte. Ich hoffe, das ist hier erlaubt. Manchmal sind sie Betrüger. Ich reiße Ihnen, pardon, den Arsch derartig auf, dass Sie den Tag herbeisehen, an dem ich Ihnen dieses Angebot gemacht habe. Wo tut's denn weh? Ja, eigentlich überall. Es ist, Ich habe ein kleines Problem. Ich brauche bis ungefähr 10 Uhr ein paar 100.000 Schilling. Du bist pleite? Ja. Also früher hatte ich nie solche Probleme. Sie sind der Traum der Damenwelt. Ich könnte Ihnen meine Briefmarkensammlung zeigen. Ich bin beinahe versucht, die Einladung anzunehmen. Und? Wie fühlt es sich an? Ein bisschen verrucht, ein bisschen verboten und... Tut's weh? Völlig. Dann sitzen wir uns wieder. Bring mich nach Hause. Lass mich nicht im Ausland sterben. Ja, ja. Und sie sind wahrhaft Herzensfeinde. Gegen dich sollte man Antibiotika und ausgeben. Und gegen dich ein Aufputschmittel. Wie bitte? Du bist eine 85 Kilo große Schlaftablette. So. Ja, eine wandelnde Überdosis nach der potenzielle Selbstmörder Sehnen. Ach so, dann zack das noch einmal. Nochmal an, ja, jetzt ist mir alles klar. Peter Weck. Friedrich von Thun. Susanne Uhlen. Michelle Marian. In einer Komödie von Peter Weck. Keiner ist so ein großer Idiot wie ich.